Aber Karma kann gerade etwas Zukünftiges sein. Karma, das eine Angelegenheit ist, wo man wirklich die neue Zukunft schafft. Und das ist eben das Christusbewusstsein. Rudolf Steiner im Ätherzeitalter. Diesmal möchte ich eine Betrachtung machen von ersten Vortrag des Zyklus Rudolf Steiners Vorstufen zum Mysterium von Golgotha. In diesem Vortrag spricht Steiner von einem neuen physischen Organ, das in unserem Gehirn gegenwärtig entwickelt wird. Mit diesem Organ wird der Mensch fähig sein, sich an die frühere Inkarnationen zu erinnern. In der jetzigen Menschheitsperiode wird ein zartes Organ vorbereitet, das für den äußeren Anatomen und Physiologen nicht bemerkbar ist. Und doch existiert es anatomisch. Dieses Organ liegt im menschlichen Gehirn, in der Nähe des Sprachorgans. Wahrscheinlich dieses Sprachorgan ist dieses Broca-Zentrum. Weiter, die Entwicklung dieses Organs in den Gehirnwindungen ist nicht das Ergebnis des Karma, individuelle Seelen, sondern sie ist ein Ergebnis der menschlichen Evolution als eines Ganzen auf der Erde. Und in der Zukunft werden alle Menschen dieses Organ besitzen, ganz gleich, was die Entwicklung der Seelen sein mag, die sich in diesem Körper inkarnieren werden und ganz unabhängig von dem Karma, das mit diesen Seelen verbunden ist. Wenn dieses Organ entwickelt ist, kann es von der Menschheit entweder richtig angewendet werden oder nicht, oder auch nicht. Diejenigen werden es richtig anwenden können, die jetzt die Möglichkeit vorbereiten, die jetzige Inkarnation wahrheitsgemäß in der Erinnerung zu haben, wenn sie in der nächsten sein werden. Denn dieses physische Organ wird das physische Mittel für die Erinnerung an eine frühere Inkarnation sein, was jetzt nur erreicht werden kann durch eine höhere geistige Entwicklung. Gegenwärtig kann für die weitaus größte Zahl von Menschen die Erinnerung an frühere Inkarnationen nur erlangt werden durch höhere geistige Entwicklung, durch Initiation. Aber das, was in jetzigen Zeiten nur durch Initiation erlangt werden kann, wird später gewissermaßen Gemeingut der Menschheit. Unser heutiges Wissen war früher das besondere Wissen der atlantischen Eingeweihten allein. Jetzt kann es jeder besitzen. In derselben Weise ist die Erinnerung an frühere Erdenleben gegenwärtig nur den Eingeweihten möglich, aber in der Zukunft wird jede menschliche Seele im Besitz derselben sein. Also dieses Organ ist ein physisches Organ, kein so ätherisches oder astralisches, und deshalb, das wird so dadurch wird eine menschheitliche Fähigkeit vorbereitet. Und das ist eben dann die Erinnerungsfähigkeit für die frühere Erdenleben, sagt er. Und was dann bis jetzt eigentlich nur für die Eingeweihten möglich war, das wird eine Angelegenheit für die ganze Menschheit. Aber interessant ist es, dass er hier dann betont, dass das wirklich für alle wird, eben dieser Besitz des Organs. Also egal, ja,
wie weit man dann geistig entwickelt ist oder nicht und ob man dann materialistisch ist oder spirituell ist, das ist ganz unabhängig davon nicht. Die ganze Menschheit wird mit dieser Tatsache, mit den Folgen von diesem Organ konfrontiert. Das ist eine ganz menschheitliche Aufgabe, die damit verbunden ist. Man kann dieses Organ auch richtig anwenden oder nicht richtig anwenden. Wenn man richtig anwenden will, dann soll man eigentlich heute schon in der jetzigen Inkarnation wahrheitsgemäß die Erlebnisse des Lebens wirklich in der Erinnerung halten. Also diese Erinnerungspflege ist sehr, sehr wichtig, nicht? Und dann denke ich dann schon, allein dadurch sehe ich dann schon einen ganz großen Sinn, diese Biografiearbeit zu machen. Dass man so ganz bewusst sich mit den Erinnerungen beschäftigt. In der Zukunft wird es Menschen geben, die das erwähnte Organ für die Erinnerung an frühere Erdenleben werden gebrauchen können und andere, die es nicht werden gebrauchen können. In diesen Letzteren werden gewisse Krankheiten sich zeigen, weil sie in ihrem physischen Leib ein Organ haben werden, welches sie nicht gebrauchen können. Ein Organ zu besitzen und unfähig sein, es zu gebrauchen, ruft nervöse Krankheiten von einer ganz bestimmten Art hervor. Und diese Nervenerkrankungen, die dadurch entstehen werden, dass man dieses besondere Organ besitzt und es nicht gebrauchen kann, werden viel schlimmer sein als alle diejenigen, die der Mensch bis jetzt gekannt hat. Sehr erschütternd. Und wenn ich da hier lese, dann denke ich, ja, das beginnt jetzt schon ziemlich. Was bedeutet das, wenn man dieses Organ, das anfänglich, mindestens anfänglich ist schon da, oder? Ich erlebe ganz eindeutig der Unterschied zwischen der allgemeine Stimmung in der Gesellschaft. Damals, als ich dann begann, mich mit der Anthroposophie zu beschäftigen und heute. Die gesellschaftliche Stimmung ist ganz anders. Also viele Menschen sprechen heute von Karma oder vom wiederholten Erdenleben, die vielleicht im materialistischen Sinne leben, oder? Voll mit Computer, Handy und so allerlei Dinge. Und nicht wie Eremiten. Viele von ihnen sprechen ganz normal von wiederholten Erdenleben. Zum Beispiel, ich sehe, diese astrologische Beratung ist heute unglaublich beliebt. Ja. Und sie ist unglaublich populär. Und sie sprechen wie ganz selbstverständlich von Karma und von der wiederholten Erdenleben, obwohl sie nicht unbedingt so ins Detail gehen, ja, als Forschung. Ja. Aber sie sprechen wie selbstverständlich von diesem Karma. Das war vorher noch nicht so, als ich noch jung war. Aber das hat sich dramatisch verändert. In diesem ganzen Prozess ist es doch noch irgendwie notwendig, den Blick auf die Zukunft. Das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, oder? Und ich denke, viele Menschen haben große Angst davor, vor dieser Vergangenheit, die man mitbringt, dass man die wirklich anschauen muss. Man will sich nicht gefühlsmäßig mit solchen Sachen auseinandersetzen. Auch das betrifft auch diese Erinnerungsarbeit von diesem Leben. Ja. Aber ich denke, das geschieht
weil man eben dann zu sehr Vergangenheit orientiert ist. Dass man innerlich doch noch etwas zu sehr Vergangenheit orientiert. Und da ist gerade wieder das Wichtige, dass wir in diesem ganzen Prozess, wo dieses neue Organ entwickelt wird, aber da ist dann, wir leben auch jetzt im Michael-Zeitalter und nicht im Kali-Yuga-Zeitalter, so wie manche Leute so empfinden. Aber wir haben heute eine ganz andere Möglichkeit. Also die Aufgabe ist schon anstrengend, ja, dass der Engel sich zurückzieht und wir müssen dann auch vieles selber übernehmen. Die Verantwortung für die Schicksalsführung. Und dann haben wir auch noch dieses Organ, das immer mehr reif wird und dass wir dann uns wirklich mit dem früheren Leben anders auseinandersetzen muss. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir krank, sagt Stein. Aber in diesem ganzen Prozess, ja, in diesem ganzen schwierigen Prozess, können wir doch noch Zukunft orientieren, oder? Also ich habe immer gedacht, viele Menschen vermeiden diese Sache, alles was mit diesem Karma zu tun hat, weil sie sich vorstellen, Karma ist etwas Vergangenes. Aber Karma kann gerade etwas Zukünftiges sein. Karma, das eine Angelegenheit ist, wo man wirklich die neue Zukunft schafft. Und das ist eben das Christusbewusstsein. Oder? Und wenn man genug in sich dieses Christusbewusstsein empfinden kann, und wenn man wirklich ihn wahrnehmen kann, lebendig, und seine Wirkungen wahrnehmen kann, dann wird man nicht so Angst haben, dass man dann auf die Vergangenheit zurückfällt. Oder dass man nur von der Vergangenheit beherrscht wird. Aber wie in die Zukunft blicken und die Zukunft erspüren, kann man nur aus einer Verarbeitung der Gegenwart. Ja. Und das muss eine Verarbeitung sein, die eben von den Tatsachen ausgeht. Von den ganz konkreten Tatsachen. Ja. Und sonst gibt es auch keine Aussicht in die Zukunft. Reale Aussicht in die Zukunft, die man so auch, wie sich konkret erahnen kann. Wesenhaft konkret wieder. Vielleicht das aller Problem der Gegenwart, der gegenwärtigen Menschheit ist diese Ablehnung des wesenhaft Geistigen. Die Menschen werden zum Teil richtig, wie soll ich sagen, wütend, wenn man beginnt, von irgendeinem Wesen zu sprechen. Also viele humanistische Menschen, sie wollen alles mit Tugenden klären. Wenn man mit Tugenden, hohen Tugenden, mit hohen Idealen leben, das ist der richtige Weg. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, oder was du sagst, oder? Dass man nicht wirklich die Lebenstatsachen genau anschauen und dass man dann an diesen Dingen die Aufgabe für die Zukunft abliest, sondern dass man immer im gewissen Sinne ein bisschen abstrakt bleiben will, nicht wirklich wesenhaft, nicht individuell genug, sondern allgemein abstrakt bleiben will, ja, dass man dadurch, dass man einfach das Leben so gestaltet,
so, dass man das Leben eben aus den Aspekten der Tugenden begriffen, oder? Das, dann kommt man wieder so in eine Richtung von Kant, nicht? Ja. Kategorischer Imperativ. Aber gerade das wird dann immer schwieriger, diese Art. Also man kann im Sinne des Marxismus, kann man als Arbeitskraft sprechen. Dort wird so gesprochen vom Mensch, wie wenn er eine bloße Kraft wäre. Aber heute wird so gesprochen, wie wenn das Geistige auch nur eine Kraft wäre. Oder eine Energie oder was es dann ist. Aber wenn wir zusammenkommen als Menschen, zusammenkommen, dann kommen wir als Menschenwesen zusammen und nicht als Menschenkräfte. Es ist ein Blödsinn zu sagen, wir sitzen hier zusammen als Menschenkräfte und nicht als Menschenwesen. Aber man will das Geistige nur als Energie, nur als Kraft. Man spricht von Geisteskraft, ist auch nicht falsch. Aber man lehnt damit das Wesenhafte. Das Leben ab, oder? Das Wesen hat das Leben und das Individuelle in sich. Und sonst ist das die Sache ganz abstrakt und allgemein. Ein Wesen hat immer ein Zentrum mm. und eine Kraft hat nur eine Wirkung.